Hallo und herzlich willkommen zurück zur SimSphere Doppelhaus Challenge. Unser Freund von Aya steht schon hier. So, kommst du jetzt mal hoch, Alte? Ja, kommt sie. Perfekt. Nabekuse? Quink! So, dann darfst du ihm eine schlüpfrige Frage stellen. Und hier sitzen und plaudern. Damit die nämlich in diesen Raum geht. So, rumschmusen, küssen, massieren. Nochmal rumschmusen. Nicht, dass das Kind hier mit ist. Nein. Romantik. Ja, kann halt nicht. Küssen. Gnadenlos kitzeln. Hoffentlich schreit das Baby nicht gleich. Er will irgendwas von der Katze, aber die Katze will das, glaube ich, nicht. So, dann darfst du einfach mal aufräumen. Ach so, füllen. Ich sehe schon. Huch. Dann aufräumen, Toilette verwenden, nachdenklich duschen. So, die machen wir jetzt zusammen hier. Du bist da auch bald fertig. Dann kannst du nicht widerlich sein, sondern dunkel meditieren. Und jetzt schicken wir dich immer zur freiwilligen Arbeit überall hin. So, was hast du? Ein Monster unterm Bett. Okay. Tag verschönern. Dann darfst du das Monster einsprühen. Ist dein Ernst? Na, mal gut, dass dein Bruder dich nicht gruselig findet. Oh. Dann darfst du dein Baby mal in die Brust nehmen. Macht er da jetzt? Egal. Romantik, Heiratsantrag. Draußen auf dem Balkon. Mal gucken. Hoffentlich sagt er ja. Oh. Wie toll. Sie haben sich verlobt. Dann darfst du ihn jetzt mal älter werden lassen. Du gehst jetzt nicht schlafen, oder? Ey, du bist so ein Trottel, Mann. Hier ist dein Bett. Dann werden wir den nämlich irgendwie verschönern, die spontan einfach heiraten lassen. Matteo hat Luis ein Geschenk geschickt. Es wird bald mit der Post eintreffen. So, er ist engelsgleich. Der Luis. Okay, wir lassen den so. Der sieht erstmal okay aus. Dann werdet ihr sofort heiraten. Stehst du mal auf, Digga? Ja, bring ihn doch ins Bett. Glaubhaft machen, dass wir alle in einer Simulation sind. Der ist ja geil, ey. Ein Kind überprüfen. Nein. Ach nee, du solltest ja Freiwilligenarbeit machen, ne? Ich werde hier schon. Warte mal. So. Ehrenamtlich tätig werden. Ja, du bei der Strandreinigung. Sie stinkt, sie muss aufs Klo, sie hat Hunger, Luis weint, aber sie werden erstmal schnell heiraten. So. Dann
wunderschöne Zeremonie. Erdhunger. Anouk nachmachen. Ja, mach mal. Oh, meine Tochter hat sich... ist verheiratet. Oh. 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 Guck mal, Luis. Jetzt müssen wir es hier mal aufteilen. Und zwar, dass Luis und Aya mit hier hinziehen. Und die beiden nehmen die Katzen mit. So. Und wir holen uns eine neue Katze. Oder vielleicht mal einen Hund. Ich meine, einen Hund hatten wir ja auch noch nicht. Damit wir mal einen Hund haben. Isaiah möchte jetzt einen Hund haben, so. Nicht, dass ich mal einen Hund haben möchte, nein. Aber Isaiah kriegt jetzt einen. Ja, wo sind die jetzt? Oh nein. Oh nein. Stopp. Okay, Welten verwalten. Das wollte ich jetzt nicht, dass das passiert. Es sollte genau andersrum sein. Wenn man hier einmal was machen möchte, ne? Ne, die wohnen hier und wir wohnen hier. Was auch immer mir hier angezeigt wird, ey. Achso, warte mal, dann bin ich jetzt bei denen im Haushalt, ne? Okay, machen wir mal. Ich würde die nämlich jetzt mal kurz das Haus ein bisschen erweitern. Ja, das mache ich aber offscreen gleich. Und dann schwängern. So, bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder. Ich habe jetzt erstmal so das Bad angepasst, das Schlafzimmer. Hier habe ich ein Kinderzimmer. Für die Katzen habe ich hier eingerichtet. Hier das zweite Kinderzimmer. Das kann er dann ja vielleicht kriegen oder so. Hier habe ich noch ein Bad und hier so einen Wohnbereich und ich habe einen fetten Garten noch eingerichtet. Hier diesen Spielturm habe ich mal gebaut und hier den ganzen anderen Scheiß, was man halt noch so mal benutzen kann. Und ja, ich werde jetzt auch nur noch, dass die beiden jetzt erstmal Baby machen. So, hallo Chicos, nein, Baby machen. Was soll das? Hier hingehen und hier hingehen. Oh, sie kann schon mal nicht, weil die Wasch- oder der Trockner im Weg ist. Okay. Dann packe ich jetzt Waschmaschine und trockne einfach mal den Garten. Ist ja auch egal. So, dann hier hingehen. Oh, ich sehe ein Problem. Wir packen den Kratzbaum jetzt auch einfach woanders hin. Ich packe den jetzt auch einfach mal in den Garten. So. Jetzt aber, oder? Baby machen. Jetzt funktioniert's. Perfekt. So, wir gehen nämlich auch gleich in unsere Familie zurück. Aber ich möchte, dass sie nochmal schwanger wird. Oh, wir haben gar keine Wäschekörbe. Wäschekorb. Dann baue ich jetzt hier einfach welche hin. So. Und dann können die auch regelmäßig Wäsche waschen und alles. So, und ihr geht am besten nochmal Baby machen, weil zweimal hält immer besser. So, nicht schlafen und du auch nicht schlafen. So, mach ein Baby.
Wow, yeah. Na, immerhin hat er etwas zu essen bekommen. Die Eltern werden sich dann kümmern, wenn wir dann hier aus der Familie rausgehen. So. Dann stehst du auf und machst einen Schwangerschaftstest. So schlafen wirst du nicht. Du kannst ja deinem Sohn, wo ist der denn? Ja. So, Moment, du kannst ihm ja mal Kinderbetreuung Essen geben. Es wird ein Hochstuhl benötigt. Das ist natürlich schlecht. Egal. Oh, es tut mir leid. Wird endlich schwanger, bitte. Ja, ist sie. Perfekt. Okay. Dann speichern wir und gehen in unsere Familie zurück. Und weil das sonst so ewig dauert, habe ich jetzt einfach direkt mal hier hingeskippt. So, unser Haushalt ist ja mittlerweile überschaubarer geworden. So, ich mache jetzt einfach mal auf Play. So, Emilias hat Hunger. Okay. Jetzt können wir Aya Delgado als Caterer engagieren. Alles klar. Nimm dir mal ein Gericht und schau dir dazu mal den Kochkanal an. Und du nimmst dir dann auch mal ein Gericht, wenn er sich ein Gericht genommen hat. Und zwar Macaroni mit Käse. So, wir werden jetzt den ersten Frosch hier bei Livos mal hinstellen. Und du darfst den aktuellen Kanal auch schauen. So, und er malt da schon fleißig. Dann haben wir uns ja erstmal ja, versorgt. Und Isaiah schläft. Das ist gut. Na dann sollte ich mal auf Weiterklicken bei meinem Timer. Ich glaube, ich werde nach dieser Aufnahme dann erstmal schnell einkaufen fahren und so. Weil ich jetzt meine zweite Ibu dann nehme. Also dann ist die Packung wirklich leer. Also eine habe ich noch. Und dann muss ich einkaufen fahren. So. Dann, ihr seid ja immer noch ein Paar, ne? Tag verschönern. Mit Familie angeben. Ey, ich habe voll die geile Familie. Bewunderung ausdrücken. Ja, mach mal komische Sachen. Ist okay. Verführerisch sein. Wange streicheln. Er setzt sich da jetzt nicht hin, oder? Immerhin stehen die jetzt auf und man muss sie nicht extra zwingen oder so. So, hör mal auf, nebenbei Fernsehen zu gucken. So. Du kannst dann ein Techtelmechtel mit Emilias machen. Und wir müssten Ayas Zimmer mal leer räumen. Wobei, wir können ja erstmal die Babyschaukel hier wegmachen. So. Und dann lassen wir das erstmal so als Gästezimmer oder sowas. Ja. Die werden jetzt schön miteinander Tiki-Taki machen. Damit auch mal wieder die Beziehung aufgelebt wird, ne? So, Danik. Du nimmst dir erstmal Urlaub von der Schule. Genau. Urlaubstag nehmen. Ach, wir haben die ganzen Bilder hier noch, ne? Dann darfst du was trinken. Warte, wo chillst du jetzt ab? Okay, da ist noch nichts mit. Er könnte sich verbrennen, aufräumen. Dann darfst du mal den Tisch decken mit ungezwungener roter Location, weil das hier immer noch am besten mitpasst. So. Und du. Ach, du bist eigentlich recht fit, ne? Kalt duschen. Und dann kannst du ja bei Aya mal hingehen. Ayas altes Zimmer, was jetzt erstmal so ein Zimmer ist. Und Sportspaß spielen. So, und wir suchen oder versuchen bei ihm jetzt mal, bevor er jetzt hier älter wird, in 0 Tagen, scheiße, die Manieren hochzukriegen. Wie kriegt man Manieren denn noch hoch?
Tisch deckt, das Geschirr abwäscht, Komplimente macht. Ja, es ist natürlich blöd. Dunkle Meditation, erfrischend duschen. Hat er sich jetzt Urlaub genommen? Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Ja, er hat einen Tag Urlaub. Perfekt. So. Wenn er älter geworden ist, nehmen er und Emilias dann den Job an. Die haben rein zufällig beim selben Unternehmer dann den Job. Ich wollte ja diesen Tisch hier noch entfernen. So. So, sie spielt hier noch fleißig. Sie denkt über Aya nach. Erstmal hübsch machen, ne? Er fühlt sich gleich gut. So, du darfst jetzt ehrenamtlich tätig werden. Und zwar im Altenheim. Gibt es hier doch sowas? Ja, Altenheim. Das gibt nämlich bestimmt Manieren und sowas. Und Isaiah muss dann auch mal in der Schule sein. Du stehst jetzt bitte mal auf. Muss ja noch ein Klo hinbauen, fällt mir so auf. Ja, meine Idee. Dann darfst du die Toilette verwenden. Nachdenklich duschen. So, hatte ich Hausaufgaben gemacht? Auch nicht, ne? Okay, dann machst du die nochmal schnell. Und die Mama macht dir mal ein Lunchpaket fertig. Lunchpaket mit Thunfischsalat-Sandwich. Mein Sohn hat meinen Geschmackssinn für Thunfischsalat geerbt. So. Dann geben wir dem Isaiah das mit und dann kann er nämlich in die Schule gehen. Also die Bugfixes haben mal wieder wunderbar funktioniert. So. Das sieht doch mal nett aus hier, das Lunchpaket, was ich hier schön fertig mache für meinen Sohn. So, wie weit bist du mit den Homeworks? Es geht. So, und du darfst hier mal alles ernten. Ein älterer Sim schnappt Danik am Arm und beginnt, ihm Geschichten über seine Jugendzeit zu erzählen. Wie soll Danik reagieren? Wir hören uns natürlich die Geschichte an. Danik wurde in ein langweiliges Gespräch mit dem älteren Sim verwickelt und war so gelangweilt, dass er einschlief. Als er aufwachte, fand er eine Nachricht von dem älteren Sim. Hat dir nie jemand beigebracht, dass es unhöflich ist, einzuschlafen, wenn andere mit dir reden? Oh, Danik, ey, du bist ja echt. Danik hat Manieren verloren und ist gelangweilt. Na super. Toll, da will man mal nett sein und dann der alten Dame zuhören. Und was passiert? Danik verkackt's. Super, ey. Also, nee. Computerfreak. Das kriegen wir auch noch hin. So, Videospielfähigkeit auf Level 10 maximieren. Und Programmierfähigkeit auf Level 8. Wann muss ich denn zur Arbeit? Morgen. Okay. Die nimmst du auch mit, ne? Hoffentlich. Nein, tut sie nicht. Aber der Gärtner kommt und der gießt das dann. So, und dann darfst du mal schlafen gehen. Der braucht so ewig bei seinen Hausaufgaben. Der Dad. Auch mal aufstehen. Toilette verwenden, nachdenklich duschen. Warte, bevor du ins Bett gehst, möchte ich gern noch mal einen Service engagieren und gucken, ob wir so einen richtig schönen Hund kriegen. So. Hund adoptieren. So, Lilly, Fidget, Boris, Richie. Die sind alle echt hässlich, ne? Titus, Nibbler, Woofers, Gus, Dale, ach du Scheiße, Zoe, Magog und Roxy. Ah, nee. Isaiah ist fertig mit den Hausaufgaben, das ist gut. Dann geht er jetzt mal in die Schule. Du machst dann das Gemälde und nimmst einen Job an. So, weil dein Sohn ist jetzt ja Kind. Und braucht dich nicht mehr voll und ganz. So, da ist auch schon der Gärtner. Du, 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 du.
Naja, er singt da komisch, aber ich gehe erstmal schlafen. Oder mein Sim, besser gesagt. Dann züchten wir nochmal einen Frosch und stellen ihn bei Livos hin. So. Ach du Scheiße. Maler. Da. 11.470. Das muss man sich mal reinziehen. So. Wie sieht denn das bei ihm jetzt aus? Naja. So. Du wirst nochmal ehrenamtlich tätig. Freiwilligenarbeit in der Suppenküche. Genau, mach mal, es wird dir nicht schaden. So, du darfst jetzt fleißig lernen, damit du nämlich auch ein Streberkind wirst. So, der malt jetzt hier fleißig. Wie sieht's denn aus? Er müsste morgen zur Arbeit und er fertigt Gemälde an. So, Danik hat 1500. So, er ist schon eine Nachteule. Er ist genügsam. Ein genügsamer Sim hat für seinen Haushalt niedrigere Rechnungen. Ja, stimmt. Das hatte ich ja mal. Marktauglich. Kostenlose Dienste. Jugendtrank, das braucht er auf jeden Fall. Mentor, Blitzleser. Ja, das bringt irgendwie auch alles nichts, ne? Drei emotionale Gemälde. Gehen wir auch hin. Jetzt sind wir ja hier nicht mehr ganz so überfordert mit allem. Dann wäre so ganz entspannt. Jetzt muss ich hier mal mein Wasser herholen. Und dabei natürlich mit der Maus verziehen. So. So, er malt da fleißig. Danek soll wählen, welche Arbeit er für die Suppenküche erledigen möchte. Soll er vor dem Haus Suppe servieren oder hinter dem Haus den Abwasch erledigen? Vor dem Haus. Danek geht die Schlange ab. Er hat Empathie verloren, die sich hier schon scheiße. Flaniert ein wenig herum, küsst ein paar Babys, macht ein paar Fotos und verteilt die Suppe. Die anderen Freiwilligen scheinen ihm zu verübeln, dass ihre Aufgaben im Vergleich viel schwerer und undankbarer sind. Vielleicht sollte Danik beim nächsten Mal nicht nur die schönen Arbeiten übernehmen. Was soll das denn? Weil er sich den guten Job unter den Nagel gerissen hat, während die anderen Freiwilligen die weniger schönen Aufgaben übernehmen mussten. Ey, das Spiel macht es uns aber auch echt nicht leicht, ne? So, die Post wurde zugestellt. 9.500 von der Rechnung her. Mal gut, dass wir ja gerade die Dings verkauft haben. Ne? So, Rechnung bezahlen und Post bekommen. Kann er ja machen, wenn er fertig gemalt hat. Ey, der wird echt zum Künstler, ne? Der Gute. Bin ja gespannt, wann Aya dann das nächste Kind bekommt. Aber wir können die ja irgendwann mal besuchen fahren. Wir haben ja auch noch unsere Familiengruppe, ne? So, ich bin ja Gruppenleiter. So, Joaquin. Dann darfst du Isaiah hinzufügen. Hast du Matteo überhaupt schon kennengelernt? Ich glaube nicht, ne? Ups. Ah ja, hat wen geheiratet. Aber hey. Da kriegst einen Anruf. Willkommen in der Gruppe. Wir treffen uns hier. Nein, nein. Ihr macht das doch nicht jetzt. Gruppenversammlung hat begonnen. Ja, okay. Warum nicht? Emilias hat alles aus dem Briefkasten geholt. Dann gehst du das jetzt mal in die Kunstgalerie verkaufen. Und hier ist noch das Geschenk für Luis, aber hey. So, dann darfst du mal Mittagessen servieren. Specksalat-Tomaten-Sandwich. Wird ja geil, dass die hier nicht älter werden, ne?
So, Daniel ist auch wieder da. Und du machst jetzt nochmal ehrenamtliche Tätigkeit. Wandern, um gegen Krankheiten anzukämpfen. Ich würde echt gern, bevor er älter wird, dass wir so Empathie und Manieren und sowas hochkriegen. Das ist für den Job nämlich ganz gut. So. Chiro schläft da noch ganz entspannt. Nehmen schon gut Gruppenpunkte. Mit Danik hat er noch nicht so die beste Freundschaft, aber egal. Du gehst jetzt bitte nicht in 30 Stockwerke höher oder so. Er serviert es jetzt hier drauf, oder? Ah, er ist in ihrem alten Zimmer. Ja, du bist so ein Trottel, ne? So. Und wer mag, kann ja noch Kuchen essen, weil wir haben ja noch Kuchen übrig. Isaiah ist mit einem Schulprojekt nach Hause gekommen. Nimm dir erstmal ein Gericht. Was machst du jetzt? Setz dich dahin, okay. Danik geht an einem anderen Teilnehmer vorbei und bemerkt, dass dieser ziemlich erschöpft aussieht und es nicht alleine bis ins Ziel schafft. Wir helfen. Danik hastet zu dem älteren Sim und legt ihm die Hand auf den Rücken. Du wirst dir mal spenden, wir machen das zusammen. Die Worte von Danik verleihen dem älteren Sim neue Energie und sie beenden die Wanderung Seite an Seite. Okay, was hat er bekommen? Empathie erhalten. Geil. Das ist schön. So, Tag verschönern. Über Speisearomen reden ist. Ja, sprech mal mit dem Vater von deinem Bruder über Speisearomen. Das möchte der garantiert hören. So, Tag verschönern. Nach Tag fragen. Nimmst du jetzt mal dein Essen und gehst dahin vielleicht? Ach, die sind hier und quatschen hier ein bisschen, oder was? Naja, warum auch nicht? Diese Ghetto-Faust hier, ne, die ist schon echt geil. So, wie ein Champion pieseln und nachdenklich duschen. So, dann darfst du ein klassisches Gemälde anfertigen, wegen Geld und so. Na super. Okay, dann hörst du halt auf mit Reden und machst erstmal Hausaufgaben. Und dann kannst du ja Leander mal fragen, ob er dir bei den Hausaufgaben hilft. Oder auch nicht. Okay, dann darf der Papa dir helfen. Bei Hausaufgaben helfen. Immerhin sind das deine ersten Hausaufgaben, ne? So, und du könntest mal aufstehen und hier hingehen. Oder hierhin so. Und dann kannst du ja mal deinen Sohn beim Hausaufgaben machen fotografieren. Nein! Wo ist er denn hin? Er steht hier ganz entspannt. Er sitzt da vorm Essen. So, wir machen gleich mehrere Bilder. Ist natürlich gleich besser. So, Danik. Kannst ihn ja mal umarmen. Freundlich. Gute Noten loben. Mensch, du kannst deinen Sohn ja mal loben, ne? So. Ja, du wirst doch dein Kind mal umarmen können. Ich will diese liebevolle Familienumarmung haben. Ich hab. Ach, da war sie gerade. Irgendwo. Liebevoll umarmen. So, nein, du nimmst hier mal kein Gericht, sondern machst mal ein Foto. Vielleicht, hallo? Nee, so schon mal nicht.
In der letzten Pause wollte niemand mit mir spielen. Ich bin alleine rumgeklettert. Wenn das nochmal passiert, was soll ich dann tun? Frage andere Kinder. So. Halt, stopp. Jetzt musst du natürlich gekonnt ein Foto machen. Nein, die umarmen sich ja noch gar nicht. Oh. So, jetzt aber. Diese Hand, die sieht ja auch geil aus, ne? Oh. So, du willst Spaß haben. Ja. Geh doch mal aufs Klo. Nachdenklich duschen. Und du sollst ja Klavier lernen. So, üben. Dann, ja, was machen wir mal? Du malst. Du bist angerufen, hey. Glückwunsch zu dem neuen Job. Yeah. So, sie hat Hunger. Dann kannst du dir mal hier so ein Gericht nehmen. Kannst dabei den aktuellen Kanal mit anschauen. Dann darfst du auch mal auf die Toilette und nachdenklich duschen. Und hier unten setzt du dich mal zum Programmieren hin. Weiter Handy-App programmieren. Das müssen wir nämlich noch machen hier in unserer Lebenszeitbelohnung. So. Aber wir werden in der nächsten Folge weitermachen. Und für diese sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.